Ja, hallo, hier sind wir wieder mit unserem Astro-Café. Hallo. Hallo, Christine. Hallo, Martina. Und auch dieses Mal haben wir wieder die Glückskinder der Woche. Also bleibt dran, wir kommen gleich wieder. Ja, Christine, was haben wir diese Woche? Ja, diese Woche und zwar gleich heute ist es extrem spannend, weil wir haben einen Vollmond, der gleichzeitig eine Mondfinsternis ist, und zwar sogar eine totale Mondfinsternis. Wow. Eine totale Mondfinsternis, also die wird dieses Mal von Deutschland aus sehr gut zu sehen sein. Ab nach Und Deutschland. ja, vielleicht auch von Österreich, also muss man gucken. Und interessant ist es auch, weil es ein Blutmond sein wird. Im Mittelalter haben die Menschen vor Blutmonden Angst gehabt. überhaupt vor Finsternissen eigentlich ziemlich viel Angst gehabt. Wir sehen es heute differenzierter. Also eine Finsternis ist nicht automatisch ein unheilverheißendes Geschehen, kann aber durchaus auch so sein. Herausfordernder Ja. Aspekt. Ein Vollmond ist immer dann eine Mondfinsternis, wenn die Mondknoten sehr nahe stehen. Ja. Also das erklären wir jetzt nicht näher. Das ist ein astronomisches Ereignis. Ihr merkt euch nur am besten, dass es eben ein Vollmond ist und ein Blutmond. Was bringt das jetzt eigentlich so für die Menschen im Leben mit Also für sich? mich gar nichts, ich würde es nicht. Aber es gibt sicher Menschen, die solche Konstellationen spüren, zum Beispiel bei Schlafwandlern, ja, die sind vermehrt angeblich mehr bei diesen Konstellationen. Hast du in deinem Bekanntenkreis vielleicht noch jemanden, der das spürt? Ja, also eine Freundin von mir, die erzählt mir immer, dass ihr Mann immer ein Vollmond so ein bisschen durchdreht und rumspinnt oder also es gibt ja auch in Bayern einen Vollmonderlass, also zumindest früher war das so. Ich weiß nicht, ob das noch immer Oh, das existiert, weiß ich gar nicht. aber ja, Vollmonderlass, das Was heißt, ist das? da finden mehr Verbrechen statt in Aha, dieser okay. Vollmondnacht. Ja, irgendwas setzt bei den Leuten da offenbar verstärkt aus. Ja, also auf jeden Fall bei Vollmond haben wir oft so eine Art, also die Dinge, die sich einen halben Monat lang aufgebaut haben, die kommen jetzt zur Erfüllung, zum Ausbruch vielleicht auch. Sie offenbaren sich. Und deswegen sollte man auch bei Vollmond nichts Neues beginnen, ja? Oder bei abnehmendem Mond. Und wir haben jetzt halt nur noch ganz kurz, also kommen zwei Sachen dazu, nämlich. Jetzt habe ich es gerade aus dem Blickfeld verloren. Ja, Jupiter Quadrat Neptun, also dass vielleicht so ein irreales Element sich zu diesem Vollmond dazu gesellt, und Mars Quadrat Saturn. Ja, das haben wir alles schon letzte Woche gehabt. Das könnt ihr hier sehen, wenn ihr wollt. Was bedeutet das? Der Mars im Widder, der möchte nach vorwärts gehen, der ist ein Pionier, der nach vorwärts drängt, der möchte seinen Willen durchsetzen und etwas bewegen, so eine Initialzündung, dieses Feuer, das nach vorwärts geht. Und der Merkur im Saturn, der möchte Struktur, der möchte nachdenken, der möchte ihn zuerst etwas überlegen und dann erst schießen nach diesem Motto. Und das ist so, wie man auf die Bremse steigt, also mit Vollgas voraus und dann auf die Bremse steigt. Das ist ein herausfordernder Aspekt, hat birgt aber sehr viel Potenzial, dass man die Dinge, die man initiiert und als Pionier vorwärts trägt, auch auf den Boden bringt und dann verarbeiten kann und etwas wirklich weiterführen und fortsetzen kann. Also es könnte durchaus sein, dass dieser Vollmond, wenn er jetzt bei euch auf bestimmte Planeten im Geburtshoroskop trifft, dass er vielleicht Gefühle der Frustration und auslöst und dass ihr einfach nicht weiterkommt mit irgendwelchen Projekten. Also das könnte schon sich so auslösen. Ja, aber Wir haben auch einen genau. Prominenten Wir haben gefunden. einen sehr berühmten Mann gefunden, der damit geboren wurde, mit einem Quadrat zwischen Mars und Saturn. Es ist Charles Dickens. Ja, jeder kennt von euch sicher die Weihnachtsgeschichte mit dem Scrooge. Und es gibt jetzt auch aktuell einen Kinofilm über sein Leben, einen recht aufwendigen. Also jedenfalls, er wurde in großer Armut geboren, mit, ich weiß nicht, wie viele Geschwister hat er gehabt? 8 Geschwister. Viele, ja. Sein Vater war verschuldet. Die Mutter zog mit den ganzen Kindern ins Gefängnis nach, was anscheinend Weil er damals ins Gefängnis musste wegen seinen Schulden. wegen ins Ja. Schuldgefängnis, genau.
Und Charles Dickens war damals als junger Mann ist der einzige aus der Familie gewesen, der draußen geblieben ist und die ganze Familie durchgebracht hat. Und also mit diesem Mars-Quadrat Saturn hat es trotzdem geschafft, so große Leistungen zu vollbringen und ein berühmter Schriftsteller zu werden. Also natürlich kommen, wenn man es zu so etwas bringt, natürlich auch noch andere Faktoren dazu. Aber es ist wirklich ein großes Hindernis, wenn man sowas hat und trotzdem kann man Großes schaffen. Man sagt ja auch dem Steinbock nach, dass es das Zäheste im Tierkreiszeichen ist. Es ist mit sehr viel Verantwortung, aber auch mit sehr viel Ausdauer, seinem Ziel, sozusagen wie der Steinbock auf den Berg hinaufgeht. Genau. Auf den Gipfel erstürmt, mit der Initialzündung vom Widder. Also Ausdauer ist vielleicht das Schlüsselwort. Ja. Was haben wir noch? Wir haben am 24.01. Geht der Merkur in den Wassermann, das heißt von diesem Steinbock läuft er in ein Luftzeichen hinein. Der Wassermann, der Merkur ist für die Kommunikation und der Wassermann Geistesblitz, Kreativität, das heißt, sehr ähnlich wie beim letzten Video, dass man sehr viel bewegen kann, sehr intuitiv und ein sehr schnelles Denken, sich schnell umwandeln kann und sehr plötzlich Ideen hat. Genau. Und eins haben wir jetzt noch nicht vergessen, aber es kommt auch noch am 22., am Dienstag, den 22. haben wir ein Quadrat zwischen Venus und Jupiter. Ja, richtig. Ja. Und Venus, Jupiter sind an und für sich Planeten, die sich sehr gut vertragen, kündigen meistens eine Zeit an, wo man das Leben genießt und Spaß hat und Urlaub macht oder einen Wellness-Tag einlegt. Wenn es ein Quadrat ist, ist es vielleicht ein bisschen mehr mit Spannung versehen. Also es ist jetzt aber nicht wirklich negativ. Nein. Man könnte vielleicht ein bisschen über die Stränge schlagen, dass man ausgeht und, was weiß ich, ein bisschen zu viel trinkt oder solche Sachen macht. Ja. Wir haben aber noch ein Trigon zu Mars, auch gleichzeitig von Venus zu Mars, sodass das Ganze wirklich auch sich so äußern wird, dass man einfach etwas tut, also dass man nicht nur... Venus-Trigon Mars haben wir auch im letzten Video, das heißt, das könnt ihr auch hier wieder ansehen. Ja. Also es wird sich praktisch schon in Handlung umsetzen, also nicht nur, dass man am Sofa rumliegt und Chips frisst oder so, man hat schon das Bedürfnis, irgendwie zu agieren. Aber es ist eigentlich ein grundsätzlich eher positiver Aspekt. Wenn man nicht übertreibt. Wir haben noch etwas Schönes heute, die Glückskinder der Woche. Ja, und wer kommt diese Woche dran? Da schaue ich hier gleich in mein Tablet. Und zwar, die Glückskinder dieser Woche sind der 8. Dezember, der 9. Dezember und der 10. Dezember. Wenn ihr jetzt da zuschaut, ihr habt Jupiter genau auf eurer Sonne drauf. Dann die Trigone sind wiederum die anderen Feuerzeichen, die Löwen, die am 8., 9. und 10. August Geburtstag haben. Die Widder. Und bei den Widdern ist es der 5., 6. und 7. April. Die Sextile sagt man, sind eigentlich eher so Gelegenheiten, die man ergreifen sollte. Also das Glück kommt nicht einfach so von selbst, sondern man muss schon auch immer was dazu tun. Und das sind die Wassermänner vom 4., 5. und 6. Februar, die Zwillinge vom 6., 7. und 8. Juni und die Wagen, die am 9., 10. und 11. Oktober Geburtstag haben. Ja, super. Wir wünschen euch ganz viel Glück dazu. Christine, wir wünschen allen eine schöne Woche. Die natürlich auch, Christine. Ja, dir auch, Martina. Und euch allen da draußen im Leben viel Erfolg, viel Glück. Und wir kommen wieder nächste Woche. Baba. Tschüss. Tschüss.